für meine Entscheidung maßgeblich sind drei Dinge, die ich immer genannt habe, nämlich, dass man solche Ämter will, dass man sie ausüben kann und dass man auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit den Erfolg bei einer Wahl gewährleisten kann. Und die Leidenschaft hat mich keinen Tag losgelassen. Es ist der 24. April dieses Jahres. CSU-Parteichef und Ministerpräsident Horst Seehofer erklärt sich selbst zum eigenen Nachfolger, klammert sich an beide Ämter, die Basis schluckt's. Dann folgt der große Bruch. Eine deftige Watschen bei der Bundestagswahl. Die CSU sackt auf nur noch 38,8% ab. Die Partei im Krisenmodus. Seehofer wackelt. Jamaika platzt. Morgen Mittag um 12 Uhr will der CSU-Chef seine Personalvorschläge für die Zukunft zunächst den Landtagsabgeordneten mitteilen. Mitnichten Seehofer-Unterstützer. Um 18 Uhr tagt dann der CSU-Parteivorstand. Die Interessenlage von Seehofer ist natürlich nicht einfach so weggeschoben zu werden, sondern irgendwie an Bord zu bleiben. Er wird sich überlegen, eine Ämtertrennung, das hat er ja früher schon mal angekündigt, das wäre jetzt der Moment, dass er vorschlägt, da wird einer Ministerpräsident, einer Vorsitzender. Und er wird sehen, dass er selbst eines der Ämter behält und einen anderen attraktiven Kandidaten für ein zweites Amt ins Spiel bringt. Hi. Finanzminister Markus Söder hat sich seit Monaten warm gelaufen. Schritte in Richtung Thron? Die Rufe nach Söder werden jedenfalls immer lauter. Eine kraftvolle, zukunftsorientierte Lösung auf allen Ebenen müsse her, so der Landtagsabgeordnete Andreas Lorenz. Nein, ich glaube nicht, dass man Markus Söder vorbeikommt. Und deswegen glaube ich, dass jetzt eben eine sinnvolle personelle Aufteilung wäre, Markus Söder als Spitzenkandidat für die nächste Landtagswahl, idealerweise auch schon als amtierender Ministerpräsident und eine Bundesminister als Parteivorsitzende. Und das kann gerne auch der Horst Seehofer sein. Auch Münchens zweiter Bürgermeister Schmidt, der 2018 selbst für den Landtag kandidiert, ist gegen eine neue Amtszeit von Seehofer als Ministerpräsident. Gemunkelt wird, dass Schmidt sich seinen Kabinettsposten unter Söder schon gesichert hat. Markus Söder ist für mich der Kandidat, jedenfalls für das Amt des Ministerpräsidenten. Und ich hoffe, dass das sich auch in der Partei breit macht. Doch wird Seehofer tatsächlich seinen Erzfeind Söder als Nachfolger vorschlagen? Eigentlich unvorstellbar. Aber kann Seehofer Söder tatsächlich verhindern? In solch einer Phase denken Politiker daran, welch einen Eintrag in das Buch der Geschichte haben die. Und Seehofer will doch nicht, dass in der Geschichte dann steht, Seehofer war Vorsitzender und Ministerpräsident und dann ist er aber abgeschoben worden. Und er hat jahrelang gekämpft, dass auf gar keinen Fall Söder sein Nachfolger und er ist dann sein Nachfolger geworden. Sowas ist doch kein Traum eines Spitzenpolitikers, so in der im Geschichtsbuch zu stehen. Also da wird der massiv dran kämpfen und arbeiten. Und so könnte Markus Söder am Ende vielleicht doch mit leeren Händen dastehen. Am Donnerstag werden wir es wissen. Neue Jahreszahl? Warum nicht?